Ja, hallo meine lieben Freunde von Koromon, es geht weiter. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr habt Weihnachten alle gut überstanden. Für mich steht es noch bevor, aber ich hoffe, ihr habt es alle überstanden. So, wir sind in diesem wunderbaren Sumpf, wo es das ein oder andere interessante Koromon geben soll. Dann wollen wir uns mal schauen und uns davon überzeugen, dass es auch wirklich so ist. Aber ich muss aufpassen, denn wir haben schon ein bisschen Federn gelassen hier in diesem Sumpf und da kann es ganz schnell in die falsche Richtung gehen. Ich gucke mal nach meinen Items, was ich so ein bisschen habe. Und ihr seht ja, dass ich ein bisschen wieder was habe. Deswegen kann ich jetzt auch mal hier ein paar Trefferpunkte wieder geben. Einmal. Wegen einem Trefferpunkt machen wir jetzt nicht lang rum. Und du bekommst, dann hättest du, ja, ha, nee, der muss durch. Der Emberwal muss durch. Ob ich ihn so oft einsetzen kann hier in dem Sumpf, ist fraglich. Müssen wir mal schauen. Guck mal, da rennt einer ganz aufgeregt von Pilz zu Pilz und sammelt die gar nicht ein. Jetzt gehen wir erstmal zu dem Dude, mal gucken, was der so zu sagen hat. Oh, was ist meine wichtige Aufgabe, Auge über die Pilzproduktion zu haben? Ja, okay, das ist einfach nur so ein NPC. Ich schnapp dem mal seinen Minzpilz weg und dann schnappen wir uns den Trainer hier. Hey, halt! Diese Pilze, diese Aromen, oh, ganz aufgeregt. Okay, das ist kein Trainer. Der hat zwar einen Handschuh an, aber ich war, oder ich erinnere mich nicht mehr, dass ich mit dem, ne? Da ist ein Item. Ein Rückruf, ja, den kann man immer gebrauchen. Also ich nutze sowas halt mal, ne? Gibt Leute, die das nicht so nutzen. Ich nutze das gerne. Ah, oh, einen coolen Spin haben wir gefunden. Ich wollte noch eins nachgucken bei mir in der Datenbank. Und zwar, ich wollte nachschauen. Ich finde es auch ganz schön in diesem Spiel, dass es nicht so überladen mit über 1000 Mons einfach ist, ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag so, wenn es nicht zu übertrieben wird. So ab 500 ist, sage ich mal, die Schmerzgrenze, ne? Patapit. Habe ich hier eigentlich eine Suchfunktion? Ne, das sehe ich zumindest nicht. Tinshell. Gausleim. Okay, Gausleim habe ich schon, alles klar. Ich wollte nur nochmal auf Nummer sicher gehen, ne? Dass ich den auch wirklich habe. Weil ne, man findet ihn hier und er hat jetzt auch nicht das niedrigste Level, wenn man hier durch die das Gras stapft. Und ja. Das wäre übrigens mein Teammitglied gewesen. Ne? Entschuldigung, mussten einen Schluck trinken. Und zwar dringend. Und zwar hier, das ist ein Wassergift, Koromon. Es hat halt sau viele Schwächen, ne? Das muss man auch dazu sagen. Nur deshalb nehme ich den nicht ins Team auf, ne? Und habe mich eben für den anderen entschieden, für Fiddly. Auch, es gibt noch einen, oh doch, es gibt noch einen zweiten Grund. Der zweite Grund, ich habe in anderen Let's Plays doch öfters gesehen, dass er verwendet worden ist und diesbezüglich wollte ich natürlich dann ihn nicht noch in meinem Let's Play auch noch präsentieren, wenn man ihn schon an anderer Stelle gesehen hat. Ich überlege, ob ich die Kämpfe gegen den Gausleim machen soll, aber der hat halt leider auch Elektro drin. Also wir sehen jetzt hier, dass Elektro zum Beispiel eine ganz gute Idee wäre. Ich guck mal ganz kurz, dass wir das anders machen. Dann soll Fiddly, ja, dann soll Fiddly mal durch seinen Stein eher gelevelt werden. Weil ganz ums Grinden in Anführungszeichen kommen wir nicht drum rum. Ja, es war jetzt natürlich doof, ne? Jetzt hätte ich Fiddly. Na, ist jetzt wie es ist. Ist wie es ist. Er kriegt seine EP durch den Stein. Und es wäre perfekt für Fiddly gewesen. Soll ich es trotzdem wagen oder soll ich jetzt hier das. Ja. Ja, das, ja, man muss Dinge bereuen dürfen. Ah. Fiddly ist bereit, weniger Schaden zu bekommen. Wahrscheinlich ist der Gegner dann nochmal dran. Ja, Tempotraining, dann ist er sowieso. Jetzt hat er die Initiative gesteigert. Weiß nicht, was er sich davon erhofft. Lern was Neues, Fiddly. Natürlich nicht. Ja. Armer Mino. Level 25 gewesen. Man merkt jetzt so ein bisschen,
dass wir in die Richtung gehen, unterlevelt, ne? Muss jetzt aufpassen, wenn ich irgendwo einen Trainer sehe. Oder einen Kampfforscher oder einen Kämpfer, dass ich da auch nochmal dann umwechsel. Komm, ich will ja noch. Die werden wir noch alle brauchen, diese Pilze. Nein. Ja, ihr seht jetzt, wo Beasel vorkommen. soll ich ihn bekämpfen? Nee, da kriege ich Gift ab, das will ich nicht. Ja, okay. Ja, auch verdorrte Pilze sind ein Hindernis, durch das man nicht durchlaufen kann. Ging es nicht irgendwo noch unten lang oder so? Habe ich das jetzt verpennt? Hier auf jeden Fall nicht. Dann gehen wir nochmal zurück. Oh, noch eins. Zwei davon, ja, die bekämpfe ich jetzt. Ja, Doppelkämpfe, ne? Ihr seht es jetzt hier. Habe ich bis jetzt in dem Spiel immer nur gesehen, einer gegen zwei, leider. Ne? Ja, dann machen wir mal Vierfachladung und jetzt muss ich mir wahrscheinlich einen aussuchen. One-Hit. Wollt nur mal sicher gehen. Gut. Wow, jetzt kriege ich aber richtig viele Level-Ups. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier auch einen One-Hit-Wonder hinbekomme. Wow. Sehr schön. Gut. Und da ist es halt echt gut, wenn ihr die Fähigkeit Blitz halt einfach im Team habt zu dem Zeitpunkt. Ich finde, er kann sogar noch mal ein bisschen weiter drin bleiben. Ne, das war die Hütte. Da oben ging es da lang. Ich habe irgendwas übersehen mal wieder. Hier ging es auch nicht mehr weiter. Also war ich eigentlich schon im Grunde richtig. Aber wie gesagt, ich kann euch diesen Frosch da echt empfehlen. Also wenn ihr dann wirklich einen Wassermon oder sowas sucht oder so, dann habt ihr ihn spätestens in dem Sumpf halt gefunden. Ne? Ah, da oben. Das habe ich übersehen. Ne? Da ist auch noch ein großer grüner Pfeil. Ne? Ja, sorry. Sorry. Hab mir es irgendwann wieder angewöhnt, sich für allen Scheiß zu entschuldigen. Wurde in einem meiner Folgen bemängelt. Und das ist auch richtig so. Oh, ich kriege einen Anruf. Komm, ich komme gleich nochmal drauf zurück. Velma, Ben, ja? Ich bin Velma von Forschungslabor. Meine Tochter Asfo hat mir gesagt, dass du den Matschsumpf durchquerst. Schau, ich bin sehr nah dran, etwas zu beenden. Etwas, das überall ein großer Durchbruch für Kampfforscher sein könnte. Das hört sich super an. Was ist es? Das Aromamodul. Ich habe die Pheromonmoleküle seziert, die Koromon in freie Wildbahn abgeben. Nichts dabei. Einfach nur mein Fachgebiet. Ich brauche nur ein paar stinkende Pilze, um meine Forschung abzurunden. Da du Matschsumpf bist, könntest du mir helfen? Ich werde dafür sorgen, dass es sich für dich lohnt. Ich weiß nicht, warum es mir so schwer fällt, diesen Text zu lesen. Du kannst der Allererste sein, der mein Modul in freier Windbahn testet. Ein Gewinn für uns beide. Deal. Super, danke. Ich brauche zwei Schweißpilze, zwei Zennpilze, zwei Grimmpilze. Oh, und auch eine Bärfrucht. Könntest du mich auf dem Campus aufsuchen, sobald du die Ware hast? Dankeschön. Ja. Yeah. Wir sammeln hier fröhlich ein und dann gucken wir mal, was wir zusammenkriegen, Madame. Oh Gott, das ist ja ein richtiger Schwarm. Nee. Mami mit ihren Kindern muss jetzt nicht sein. Die waren gerade so schön einen Ausflug machen im Sumpf. Da muss ich die jetzt nicht gleich ableben lassen. Au. So, den werde ich aber jetzt mal... Ich weiß nicht, ich werde es versuchen mit der Vierfachladung. Wenn er drauf geht, geht er drauf. Ansonsten versuche ich den natürlich zu fangen. Ne, das hält er nicht aus. Ich muss nicht auf Teufel komm raus diese ganzen Datenbank vollkriegen. Das heißt im Spiel einfach nur traurigerweise Datenbank. Ah nein!
Nein, ich habe schon wieder auch später verteilen. Wartet mal, das muss irgendwie gehen. Das hatte ich nämlich bemerkt, der hatte nämlich... Ja, der hat nämlich noch 3 Punkte, weil der hatte 6 Punkte von Anfang an. That's the jumping point, Mensch. Okay, wie machen wir es denn jetzt? Angriffswert, was könnten wir noch erhöhen? Machen wir das und das und fertig. Jetzt stimmt es endlich wieder. Der kam nämlich mit mehr Punkten mit, ne? Und ausgeruht habe ich euch noch gar nicht erklärt. Wenn das Korumon volle Lebenspunkte hat, wird jeglicher Schaden um 40% reduziert. Das ist cool. Das ist echt cool. Also der erste Schlag haut nicht dazu. Ja, und dann habe ich mich irgendwie übrigens bei dem ganzen Entschuldigungsthematik, habe ich das irgendwie mich aufgeregt in irgendeiner Folge. Und dann haben wir es in der Arbeit und dann halt auch später hier im Let's Play habe ich es dann extra veralbert und dann hat es sich in mein Gehirn eingebrannt. Und ich kriege es nicht mehr los. Es ist wie so eine Drogensucht. Ich muss einen harten Entzug machen. Ihr müsst mitmachen. Ihr könnt ja in meinen Folgen immer dazu schreiben, wie oft hat Ben Krieg sorry oder Entschuldigung gesagt. Dass die 2 gelten jetzt nicht. Ab sofort gilt's, ne? Und ja, ich muss dann immer so irgendwie was zurücklegen für den Kanal dann, sage ich mal. Ja? Wer das brav mitzählt. Und irgendwann sage ich euch, meine ganzen Entschuldigungen und Sorrys haben dafür gesorgt, dass wir heute dieses Spiel spielen, weil aus Gründen... Blöd gelaufen. Macht sowas nicht. Wie ich. Und macht euch aus etwas einen Spaß oder macht euch über etwas lächerlich. Das Universum bestraft immer die kleinen Sünden sofort. So, wir haben einen Geist gefunden. Die Geister, die ich rief. Schnurgi hat nur die Schwäche Magie. Aber auch Geist. Und das einzige Problem, das ich mit Schnurgi habe, ist, dass es eine Katze ist. Sonst würde ich den gerne ins Team aufnehmen. Aber bei Geistern, da bin ich echt gewillt, sie ins Team aufzunehmen. Ich meine, da es jetzt nicht sehr effektiv ist, müsste die Vierfachladung ihn überleben lassen. Das tut's. Er macht Verwirrung. Ups, zu lang drauf gedrückt. Jetzt kostet es plötzlich 8. Mein Zustand ist verwirrt. Nicht gut. So, als nächstes werde ich... Ja, ich habe da schon eine Verwirrung drauf. So. Auf Items. Und dann hat die Spinner... Und dann habe ich nämlich einen Gruselspinner. Und dadurch kann ich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Geister fangen. Und den Snurgi hier, den hätte ich schon gerne. Standard 16, knapp vor einem besseren Level. Taktischer Rückzug macht er. Möchtest du Schnurgi in der... Ja. Ja. Kann sich 3-mal entwickeln. Sieht auch recht cool aus, aber es ist halt einfach eine Geisterkatze. Kittykrallen. Vorahnung sind alles coole Attacken. Ich will es euch gar nicht... Ja. Taktische Revenge, sich das Korumon zu seinem Spinner zurückzieht, stellt es auch noch 25% seiner Lebenspunkte wieder her. Oh, das ist so ein gutes Korumon, aber es ist halt eine Katze und ich will keine Katze im Team. Ich habe nichts gegen Katzen, nichts, was hilft. Ja, ich will ihn behalten. Nein, ich will keinen Spitznamen, ich wieder vergessen. Ich muss überlegen. Statt Patapit, ne? Ich habe echt überlegt, statt Patapit, weil ich den schon die ganze Zeit loshaben will, aber Patapit ist potent und es ist eine Katze. Ihr könnt auch übrigens da vorne wirklich so stehen bleiben und warten, bis die reif sind. Das mache ich natürlich nicht, aber mich verlaufen tue ich im Gras. Ja, alles klar, 2 davon. Logisch. Natürlich, wir haben sonst nichts zu tun. Tschüss. Gott, hau ab. Hoffentlich kannst du, wenn du verwirrt bist. Und da läuft dann halt wirklich auch effektiv die Zeit weiter, wenn ihr im Kampf seid, ne? Da ist das Spiel eiskalt mit euch. Oh, 2 Standard-Spinner. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe auch so das Gefühl, wenn man so schrittweise durchs Gras geht, dann wird es nicht so gezählt irgendwie. Oh, jetzt Achtung. Fiddly. Bitte einmal nach vorne. Was haben wir eigentlich nochmal für Früchte drauf? Jo, ist ja auch wurscht.
Mir macht es jetzt hier im Matschsumpf wieder richtig Spaß. Wie kannst du es wagen, mir die Sicht auf diese prächtigen Fungus zu versperren? Sorry. Das war jetzt nur Spaß, das war ein Mist. Zack, ab in die Kasse. Betrag muss ich mir noch überlegen. Immer 5 Cent oder so. Was hätte da 5 Cent? Also, das waren meine ersten 5 Cent. Luftbefeucher. Nein, was habe ich getan? Ah, ist das schrecklich. Tuttle also. Hast du nicht Schwäche für... Nee. Was haben wir hier nochmal? Kampfgeist war? Ja, okay. Kratzer, auf geht's. Der kann Schneematz schon. Der hat eine Eisattacke. Eisattacke ist sehr effektiv gegen Wasser. Arg. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig. Obwohl du verwirrt bist, komm. Egal wie Rumas macht, es ist eh immer falsch. Das ist doch klar, das ist euch uns allen klar. Au. Natürlich ein Crit. Natürlich machst du mit dem Ding einen Crit. Tschüss, Tuttle. Er muss ganz schön gerade hier durchhalten, mein Freund. Wusch, hat er freigeschaltet. 40 bis 130, es ist eine Luftattacke. Ich mag den echt, also ich mag dieses Elektromon echt. Das hat eine echt interessante Auswahl an Attacken. Das ist wirklich so. Der Benutzer zersetzt einen schnellen Windstoß. Die Kraft steigt mit der Initiative des Benutzers und sinkt mit der Initiative des Ziels. Sie steigt mit der Ini von mir und sinkt... Die Kraft steigt mit der Initiative von mir. Und sie sinkt mit der Ini des Ziels. Also das, wenn ich eine schlechte Ini habe, ist diese Attacke schlecht. Das lasse ich auch. Die Funkenwand lasse ich auch. Es wäre halt einfach eine Luftattacke, die ich jetzt halt noch nicht habe, ne? Das ist Magie. Ah, die Funkenwand, die kann halt echt gemein sein, wenn du halt richtige Gegner vor dir hast. Die Genauigkeit um 2 Stufen, ich sag, der ist echt gut. Da weißt du nicht, was du machen willst und das wäre halt eine Magieattacke. Ich halte es für einen Fehler, die Funkenwand zu deaktivieren, weil die gerade gegen schwerere Gegner, aber man kann ja, das ist ja das Schöne in dem Spiel, ganz einfach wechseln, was ich auch ein unglaubliches Improvement finde. Ich glaube, bei Pokémon wird es später so gemacht, dass sich dann diese Pokémon wieder an ihre Attacken erinnern dürfen. Früher war das ja irgendwie endgültig oder so und jetzt ist es halt ein bisschen anders. Boah, kostet das mich viel. Nix. Einfach als weiter draufbrutzeln, bis du keine Kraft mehr hast. Und das ist auch der Grund übrigens mit den AP, warum ich halt die EP so forciere. Bin ich mehr benebelt, wie schön. Weil gerade solche Attacken gibt es halt, die AP wegziehen, dass deine Attacken mehr kosten und so weiter. Und deswegen bin ich so bemüht, auch immer die AP hochzutreiben, dass ich dieser Effekt geschmälert wird. Ne? Also noch ein Tuttle. Nein, du hast noch ein Phibio, alles klar. Nur noch 12 AP übrigens. Ich finde auch das System, dass du einen Gesamt-AP-Pool hast und deine Attacken je nach Stärke oder... einfach dann halt eine gewisse AP brauchen. Dieses System finde ich super geil. Eine Mullfrucht. Ja, jetzt hat er mal zugeschlagen hier. Endlich mal auf so eine Beere zurückgegriffen. Das ist auch noch sinnvoll. Alter, das meine ich. Bei den meisten Pokémon-Teilen wären dieser Gegner schon längst weg. Er ist nur ein Level drüber. Elektroattacke, sehr effektiv, doppelter Schaden. Ich finde, das ist hier cooler gemacht. Ich weiß nicht. Es ist schwieriger, es ist nerviger, aber ich finde es cooler gemacht. Wow, du bist hier der Star. Mein Käfer. Aber ich mache sowas voll gern. Ich mache sowas voll gern, so ein Thema zusammenzustellen. Ich hatte mal ein Bösewicht-Team. Ich hatte mal ein Käfer-Team, ja, das echt, ich habe es mir richtig hart gemacht, also so richtig schwer, Leute. Also, oder ein Schlangenteam, ja, solche Sachen mache ich, das spiele ich unglaublich gerne. So, wenn das so ist, dann müssen wir ja eigentlich, die Initiative, der ist schon sauschnell, aber wenn ich das, ich mache mal ein bisschen, was tue ich dafür jetzt. Und
Was machen wir noch? Oh nein, ich muss was Ungerades machen. Den Spezialangriff bitte hoch. Seufzt, ich kam hierher, um Fungus zu bewundern und zu erhalten, nicht um zu kämpfen. Ja, dann greif mich halt nicht an, du Schlumpf. Hinterher kann jeder angeflennt kommen. Ehrlich, und zieh dir was Gescheites an, ehrlich. Nicht wegen der Farbe, aber wegen dem... ja, in so einem Sumpf... Ja, okay, im Sumpf kann es auch ziemlich... Okay, ich habe nichts gesagt. Kann es ziemlich kalt sein. Zieh dir was Anständiges an, Bub. So, jetzt brauche ich erstmal ein Item. Nein, eine Frucht. Die sind da vorne. Und hoffe ich zumindest. Nein, das sollen sie nicht. Die sind da bei den Herzchen und den Früchtchen. Eine Juba-Frucht, da machst du nichts falsch. Ärgert einen Gegner unglaublich, wenn du dann plötzlich deine Koromon heilst. Meilenstein habe ich vergessen. Juhu, ich krieg was Neues von der Firma. Was kriegen wir denn? Was kriegen wir denn? Bitte was Gutes. Und was mich halt dann auch so einfach stört, das sage ich jetzt ganz ehrlich, da hast du bei Pokémon 18 Typen, aber dann sind die Arena immer so nur ein Typ. Dabei könntest du viel besser mit zwei Typen arbeiten, machst du halt 9 Arenen und anderes. Und da haben sich hier sich schon ein interessantes Konzept ausgedacht, ja. Ist zwar ausgetreten, dieses Thema, das weiß ich, ja. Aber ich finde, wie die das so angegangen sind, ist mutig und ja, bis auf die Pixelgrafik. Die ist einfach genauso, wie sie aussieht, halt Quatsch mit Soße. Was haben wir denn alles bekommen? Ein bisschen was haben wir mittlerweile. Ein Potenzialduft, das kann interessant werden. Ich habe jetzt aber hier kein Koromon, das ich nehmen möchte. Und wir haben Kardofrucht. Was ist denn eine Kardofrucht? Die klingt jetzt mal interessant. Die habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen gehabt. So, mal schauen, ob wir uns irgendwie... Ich speichere mal kurz zwischen. Items. Was macht die denn? Verhindert, dass Lebenspunkte unter 1 fällt, wenn das Koromon vollte Lebenspunkte hat. Ja, wenn es dann bei 1 ist, dann ist es K.O. So zumindest. Wie nennt sich diese Fähigkeit? Robust oder sowas? Deswegen bin ich manchmal ein Freund, solche Sachen wirklich zu benennen, also ihnen einen Namen zu geben. Und dann ist irgendwie klar, dann hast du einen Status und, ach, das sind diese Kinder, die suchen hier, das sind keine Trainer. Ich bin schon auf den nächsten Kampf gefreut. Und dann weißt du halt einfach, das ist zum Beispiel die Rückstoßfähigkeit oder Schlaf oder paralysiert. Und das kann man dann nachgucken, was diese Effekte machen. Ne? Anstatt immer alles, ja, egal. Oh, da schläft jemand. Wecken wir die? Man soll ja keine schlafenden Kinder wecken oder Babys, aber... Hallo, wo bin ich? Wer ist da? Alles in Ordnung mit dir? Ja, es sind nur diese Zen-Pilzen, die machen mich so schläfrig. Ich glaube, ich brauche etwas, um mich aufzuwecken. Ein Kampf. Aisha. Aisha. Los, Fiddly. Der Gausleim macht aus Fiddly halt Mus, ne? Sand und Schnitt, aber... Ich mag den nicht. Wasser-Elektro, das ist echt eine gemeine Kombination. Wen nehmen wir denn da am besten? Armadil. Auf jeden Fall Fiddly nicht. Ich kenne seine Attacken nicht auswendig von Gausleim. Kann auch sein, dass er viele sandige Attacken hat, aber ja. Ne, da kommt der Blitzschlag. Alles klar. Und der hat richtig reingezimmert. Ufts. Na ja, gut, Level 22, ne? Seine Schwäche, ja. Ist eigentlich egal, welche von den Attacken ich nehme. Aber den Doppelhieb, den finde ich nicht so geil. Mach mal... Ja, tiefer Schnitt. Bei dem hat sich auch echt viel gemacht. Boah, hat jetzt mein Aufnahmeprogramm gerade geflackert, ey. Klebeschicht. Hm? Das ist sehr effektiv. Na, ja, der hat coole Attacken, der Gausleim. Wer ist sowas, so ein Bösewicht-Team? Oh. Ist aber nicht nett. Los, noch einen tiefen Schnitt. Was ist das? Deaktivieren? Für 4 Runden! Oh, du Mistviech. Was hast denn du für... Der hat gerade meinen tiefen Schnitt deaktiviert.
Doppelhieb, los! Verliert Armadil diesen Kampf gegen Gauslein? Gut, der hat eine Frucht gegessen, ne? Ich weiß. Hä, was war denn? Jetzt habe ich es einfach weggeklickt. Nein, ich habe es einfach weggeklickt. Ich habe... Ah, doch, es geht. Boah, die Klebeschicht-Initiative. Oh, was alles für Fähigkeiten. Und ich muss echt das Texttempo ein bisschen verlangsamen, ne? Kann keiner mehr folgen. Fiddly, Level 23. Oh, fies. Bissflug, also so ein Eisvogel ist das. Auch ein interessanter Typ. Ja, aber wie ihr seht, Feuer und massiv hat er die Schwäche. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da was Entsprechendes für ihn haben. Und hier, was mir hier jetzt fehlt, ist, der Gegner hat als nächstes vor, den und den einzusetzen. Willst du dein Koromon tauschen? Das ist eigentlich eine ganz interessante Fähigkeit. Aber egal. So, Dauerfrost und du bekommst jetzt... Ja, die ganzen coolen Attacken, die wir jetzt haben, die machen mir im Herz sehr viel Freude. Flammender Stoß. Der ist echt eingefroren. Der ist eingefroren, Leute. Das ist gerade mein Ärgernis. Da kriegst du echt einen zu viel, ne? Ja. Das, was wir eigentlich auf der Bank haben, was hier was nützt, ne? Das, was wir hier im Team haben, muss jetzt auf die Bank, weil... eingefroren. Ich muss erstmal im Vulkan einfrieren. Oh, Spezialangriff, vermute ich. Ja, das war's dann erstmal mit dem Matschsumpf, habe ich das Gefühl. So. Ja, ist egal. Der hat mich echt fertig gemacht. Lasst euch da nicht täuschen, ne? Das ist jetzt nicht Typ Vogel übrigens, ne? Vierfach ist... Wow! Und das meine ich, die Trainer hier, die haben echt gute Koromon. Die haben einfach coole, interessante Teams. Die sind viel interessanter, als wenn ich immer gegen das Gleiche antreten muss. Das finde ich echt toll gemacht. Sandscale. Wasser. Stimmt, eine gute Idee, eine Krabbe gegen ein Krokodil loszuschicken. Schmutziger Trick. Ja, die Genauigkeit zu senken, das ist so eine mächtige Fähigkeit. Und wenn es halt nur 5% sind, sind es 5%, sag ich mal, ja. Initiative senken und was nicht alles. Ah, einmal mehr wär's gewesen. Gleiches Levelniveau. Ich bin froh, dass Fiddly so eingeholt hat jetzt schon. Aber gut, wir haben ihn ja auch, ne, entsprechend ausgestattet und auch eingesetzt jetzt. Uft. Ich bin froh, dass es nicht daneben gegangen ist. Gut fand ich, dass ihr es nicht schlimm fandet, dass ich einfach euch so mitnehme hier und euch eigentlich wirklich alles zeigt, bis auf so ein paar kleine Rausschnitte, wo ich hin und her laufe kurz. Hat mich auch gefreut, dass ihr das bemerkt habt und auch was dazu gesagt habt. Ich Glückspilz, verlieren macht mich wütend, was mich noch mehr aufweckt als ein Sieg. Ja, schüttet ihr einfach Kaffee über die Tastatur. Kann ich dir gleich sagen, dass es einen interessanten Effekt hat. Sollen wir zurück... Oder, nein, Items, so, was macht die? Die Hälfte und hier alle. Nee, wir haben ja noch andere Sachen. Wunderbar, dann, so, ein Let's Play Kuchen in S. Na, Allah. Ich kappe nichts um... Ich glaube, dieses Eis zu heilen, solche Verwirrung kann ich heilen und Schläfrigkeit kann ich heilen.
Nein! Den wollte ich doch schnibbelschnabbeln. Ah, da oben ist eine Hütte. Komme ich da auch irgendwie hin, oder? Arg, ich habe Angst. Ja, außenrum muss ich. Außenrum. Komm, gehen wir mal hinter das Haus. Hinterm Haus ist bestimmt irgendwas Cooles versteckt. Ja, da gibt es einen Baumstamm zum Rollen. Ganz cool. Der Typ ist schon mal merkwürdig. Sumo-Haltung, ja, das sind alle so Fähigkeiten, die keiner braucht. Die Pfadfinder leisten dieses Jahr hervorragende Arbeit, um den Sumpf schön zu halten. So sehr, dass ich mich dieses Jahr auf meine Leidenschaften konzentrieren kann. Das Essen von wunderbaren, köstlichen Früchten. Schaut euch diese köstlichen Leckerbissen an. Sind sie nicht einfach zum absoluten Perfektion gereift? Tamafrucht mal 2. Reduzierten Schaden. Reduzierten Schaden eine Unipfrucht. Dankeschön. Ja, danke. Wow, wirklich toll. Danke. Das ist wirklich schön. Yay, ihr müsst echt zu Mikrowellen und sowas gehen, gell? Das ist unglaublich. Da findet ihr plötzlich so irgendwelche Items, die ihr dann brauchen könnt. Heute gibt's auch übrigens Koromon in leichter Überlänge. Ganz absichtlich und bewusst. Fiddly, renn! Renn! Das sind nicht deine Gegner. Ich will Patapit nicht mehr vorne setzen. Ich will Patapit eigentlich, dass er nach Hause geht. Ich möchte eigentlich, dass Patapit nach Hause geht. Dann kann... Ne, Fiddly soll noch ein Level mehr werden. Ich lasse ihn noch weiter vorne. Obwohl, nee. Nur mal so rum. Also, ich denke, mir gefällt Armadil ganz gut. Dass der erstmal noch eine Runde weiterkommt und nicht der Erste ist, der rausgeht. Aber Patapit ist so einfach irgendwie... Ich und Patapit, wir wären nicht mehr glücklich. Okay, da geht's irgendwo hin. Deswegen gehen wir erstmal da lang. Oh, die bewacht bestimmt einen Superschatz. Hey, bleib mal stehen. Ach, das ist die Melissa. Das wäre jetzt ein geiler... So ein Koromon-Kampf mit 6 Koromons. Und einfach nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, alle auf deinem gleichen Niveau. Ja, da hat's viel gegeben hier. Hier im hohen Gras ist auch nicht so schlimm vom Gefühl her, als wenn du durch eine Höhle musst, wo ständig dies alles sozusagen Graslandschaft ist. Das kann ich echt nicht leiden. Ich finde auch in der Höhle müsste es so einen besonderen Untergrund oder sowas geben, wo der nur Koromon findet, wisst ihr? Wo die euch begegnen können, dass ihr das nicht ständig habt. Ja gut, ist halt ein Spielinhalt, ne? Da müsst ihr aufpassen, da regt ihr euch voll auf, wenn ihr dann da runterfallt, so wie ich. Irgendwo hatte ich auch mal ein Item übersehen. Ich deutsch diesen englischen Begriff Item immer auf Item ein. Ist völlig gestört, Leute, ist völlig gestört. Ah, wenn du potent wärst, bist du dabei. Aber auf der anderen Seite, ich hasse ja den Patapizzo. Und jetzt habe ich ja so einen Schnurgi, habe ich ja schon eingesammelt, ne? Das ist aber auch nur Standard. Ne, wenn du potent gewesen wärst, hätte ich gesagt, herzlich willkommen im Team, aber so nicht. Ich habe einen Duft dafür, aber den will ich woanders einsetzen. Das ist die Wahrscheinlichkeit halt steigt mit so einem Potentduft. Oh, oh, die blinken so schön. Komm schon, komm schon. Wir brauchen Pilze. Ein Minzpilz. Moin. So, jetzt gucken wir mal auf die Uhr. Den Kampf zeige ich euch jetzt noch. Es geht ein Gerücht um. Du hast versucht, etwas Schädliches in den Matschsumpf zu bringen. Ich werde nicht zulassen, dass hier unter meiner Aufsicht ökologischer Schaden entsteht. Schande über dich. Tammy. Nein, das ist ein Missverständnis. Oh. Wir lassen jetzt erstmal Armadil antreten, aber ouch. Also das ist so einer... Ich finde diesen Mond lächerlich, den hätte man weglassen können bei dem. Vielleicht den Mond auf die Hüfte zeichnen oder so, Luna Wolf. Oder hier oben auf dem Kopf. Aber das Ding so immer drüber schwebt, finde ich irgendwie dämlich. Dann wäre das so ein cooles Koromon. Uff, was hat denn der Normal- und Schnittfähigkeiten? Und ich habe nur Schnittfähigkeiten.
habe einen, der hat eine Möglichkeit. Oh, nicht die Hypnowelle. Irgendwann schlaft mein Freund hier ein. Energiesauger. Los geht's. Ah, nein. Uff, oh, noch ein Crit. Ich habe schlimmeren Schaden erwartet. Ich sauge ihm halt jetzt AP ab, ne? Halten wir noch einen Treffer aus? Wir halten noch einen Treffer aus, hätte ich jetzt behauptet. Ich könnte aber auch Wusch machen. Sehe ich irgendwo die Initiative wert von ihm? Der hat aber bestimmt eine hohe Ini. Ich versuch's trotzdem mal. Nee, ich nehme den Effektiven und sauge ihm lieber die AP ab. Mächtiger Brüller. Der Angriffswert interessiert mich nicht. Die AP sind voll aufgeladen von mir. Vierfachladung, auf Erstschlag. Weg, komm. Okay, das ist dann gut. Dann Vierfachladung nochmal. Dann bist du weg. Der hier, dieser Käfer hier, macht mir am meisten Spaß zurzeit in meinem Team. Ist nicht mehr schläfrig. Oder sitzt bei mir nur die Initiative runter? AC hat doch Schwäche. Ja, er hätte sich den anderen gebraucht, ne? Ja, ihr werdet übrigens Digma eine Weile nicht sehen, weil Digma hat ja mit dem diesem Voltgar lang genug, weil hätte ich Voltaren gesagt. Wie kann diese Attacke so viel Schaden machen? Zum Glück hat er eine Juba-Frucht drauf, ey. Geht's noch? Wie viel Spezialangriff hat AC? Ja, das Problem einer schlechten Spezialverteidigung, ne? Ihr werdet Digma eine Weile nicht mehr sehen. Bis jetzt. Die Initiative von Digma ist halt einfach zu geil. Ja, ich gehe trotzdem nicht zurück. Noch haben wir genug Scherben und Zeug, um den zu heilen. Den ganzen Weg habe ich jetzt auch keine Lust mehr zu laufen, muss ich ehrlich sagen. Erstschlag, ja. Auch, ne, das ist einfach zu benennen, die Fähigkeit. Erstschlag. Ne? Für die meisten von uns Freunden der Rundenstrategie, glaube ich, die können alle was mit Erst- oder beziehungsweise Doppelschlag anfangen. Fast das halbe Team dran verschlissen, ey. Ach, direkt Potenzial von dir. Ja komm, warum nicht mal die Verteidigung ein bisschen... Tabu. Will ich den Tausch riskieren jetzt gegen Tabu? Ja, muss ich. Was heißt riskieren, ja? Muss einfach Lampi einsetzen. Ich nenne den Lampi, ich mag das, aber Lampire heißt Es. Friss das. Der Star des Matschsumpfes ist Lampire. Nein, och bitte nicht. Och, warum? Ah, Gift in dem Spiel. Nun ja, immerhin hat dein Koromon etwas Schaden abbekommen. Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Immerhin hast du ihn nochmal schnell vergiftet. Wegen so einem blöden Frustfall, weil du einfach, keine Ahnung, ein Gerücht gehört hast, dass du sofort als bare Münze nimmst und nicht überprüfst oder mich fragst, ob das überhaupt stimmen kann, ne? Oh, hey, alles klar, du hast ja auch die Weiße mit dem Löffel gefressen. Mann, die würde ich gern hier ein Stückchen weiter nach, ne, wenn die weiter vorne steht, so langsam dran vorbeilaufen und dann versehentlich stumpen. Ganz versehentlich nur. ja.
Es ist alles nur Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liken, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal immer noch im Matschsumpf, der mir gerade einen richtigen Spaß macht. Und ich hoffe, euch auch. Ciao, ciao.